of Life is Strange. Get away from me, psycho! No! Whoa. What the fuck? But he could be talking about photography. Or have you done something wrong? Talk to me. Hey, Victoria. What do you want, Max? I see everything here at Blackwell. Do you understand what I'm saying? No. Oh, man. For reals, Warren. This is between you and me. Don't insult me. Max, go on. Hey, leave him alone! Max? Chloe? It makes perfect sense I see you today. Welcome home, Max. That's Rachel Amber. Her missing person posters are all over Blackwell. 6 months ago, she just left Arcadia. Without a word. Without me. Something happened to her. Wait! Is that grass? Tell me the truth. That's an order. I didn't black out. I had another vision. The town is going to get wiped out by a tornado. Max, tell me everything. Und damit sind wir wieder zurück in Arcadia Bay. Und zurück bei Life is Strange. Und ich bin schon sehr gespannt, wie es mit unseren Freunden weitergeht, wie es mit Max weitergeht, mit Chloe, aber auch wie es mit Kate weitergeht. Da habe ich so meine Sorgen. Oh, Wecker. Noch ein bisschen schlafen, noch ein bisschen. Square Enix mit toller Musik im Hintergrund. Aber der Soundtrack war ja schon in der ersten Episode absolut genial. The Movie? Nee, konnte ich nicht lesen. Don't Nod Entertainment. Die Pflanze? Life is Strange. Zweite Episode, Out of Time. Noch ein bisschen. Ein bisschen düsen. Noch ein paar Minuten. Einfach nur da liegen lassen. Da liegen bleiben. Und die Welt geschehen lassen. Aber irgendwann müssen wir alle aufstehen. Es bleibt nicht aus. No amount of rewind will keep me clean. I still need a shower. What? Was auch immer. Chloe. Okay, schauen wir mal, was Chloe so geschrieben hat. Hey, bist du da, Hippie? Was hat es mit dem verdammten Schnee auf sich? Was ist mit deiner neuen Kraft? Oder bist du zurückgereist und hast es herausgefunden? Ich kann nicht so weit zurück, Klugscheißer. Zu schade, dass du nicht so weit zurück kannst, um mich wegen dem Joint zu warnen. Ich dachte, es war wichtiger, dir den Arsch zu retten. Bumm, Max teilt den letzten Schlag aus. Max, sorry. Ernsthaft jetzt, wir müssen reden, ich brauche dich an meiner Seite. Oder ein fettes Frühstück im Two Whales, aufs Haus. Gebongt, das ist gut, Lakaien zu haben. Ich beuge mich, Meister. Frühstück geht klar. Bist du da, Mad Max? Wie gesagt, für dich immer. Smiley, 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 smiley. Keine Emojis! Oh. Triff mich in 40, vielleicht in 40 Minuten oder um 40 am Diner. Ich werde da sein. Komm nicht zu spät oder ich weiß, dass du die Zeit nicht auf deiner Seite hast. Nach allem, was du getan hast, lässt mich mein Stieftrottel verhaften. Bin auf dem Weg. Du bist böse. 40 Minuten sonst... Even with all this crazy shit going on, it is so cool having Chloe back in my life again. Das kann ich mir vorstellen. Like no time has passed.
Das stelle ich mir, kann ich mir gut vorstellen. Max Caulfield Photo Memorial. Okay. Okay, ich glaube, hier brauchen wir uns gar nichts angucken. Aber wir können die Pflanze mal wieder gießen. Drink up. It's got electrolytes. Na, wenn das so ist. Ja, keine Ahnung, was das für Konsequenzen mit sich bringt. Stundenplan, haben wir uns den schon mal angeguckt? Mrs. Hoyda is still out sick. I heard somebody say she has severe depression. Oh. Poor thing. Ach man. Ausschlafen. I better not leave without my shower supplies. Ja, jetzt sei mal nicht so. Wo hast du die Sachen denn? Wahrscheinlich im Schrank, ne? Duschzeug. Just because some ass pranked a girl's shampoo bottle and her hair fell out, we have to safeguard our toiletries. So summer camp. Okay, Max, let's hit the showers now. Na, dann. Handy? Warte mal, das sind aber Sachen, die wir nicht angeguckt haben. Ach so, ach. Ach. Ja. Und das ist, ach, das ist das. Ach, ja, ja. Zielsetzung, ich sollte duschen gehen. 22 Seiten noch. Oh ich Gott, ich glaube, ich weiß, was ich nach der zweiten Episode machen soll. Warte mal. Suki, geh von den Waschsachen weg. Also ohne Scheiß, mein Hund ist gerade an meinen Koffer gegangen, weil ich gerade bei meiner Mutter bin, hat die Badeperlen rausgeholt aus einem verschlossenen, was mit Reißverschluss, hat sie aufgezogen und rausgeholt. Aber wie gut, dass sie hört, wenn man sie anblafft. Jetzt hat sie sich wieder zu mir aufs Sofa gelegt. Das ist nicht gut für dich. Nee, da kannst du mich angucken. Das solltest du nicht fressen. Deswegen ist das für Muttertag. Ja, sorry. Sorry dafür. Ich wollte eigentlich sagen, dass ich eigentlich... Montag? Naja. Oh. Dass ich eigentlich nach der zweiten Episode echt mal den ganzen... mal wirklich ein Hörbuch draus machen sollte. Ich glaube, das werde ich tatsächlich machen. Wenn ich es schaffe, die Tür zu verlassen und die Episode tatsächlich weiterzumachen. Do not forget, I need those papers before tonight. Like now. Thanks, Sherry. Yeah, of course, Victoria. I'll get the tests and papers to you this afternoon. I'm so on it. Consider it done. Alter. Was ist denn das? Look at me, I'm Max Selfie. Oh. Why would anybody even care? I thought artists helped each other. Ich glaub's auch nicht wirklich. Machen wir was Neues dran. Aber ich finde die Idee mit den beschreibbaren Wänden irgendwie super cool. Warning, Surveillance Cam on. Ja, passt. Haben wir hier noch irgendwas? Brooks Zimmer. Ach ja, Brooke war die mit der Drohne. Ich erinnere mich. Genau. Anschlagbrett. Hey, Alyssa. Au! Schon wieder? Kann ich das... Kann ich das eigentlich wieder? Warte mal. Hey. Alyssa, can you stand over there? Okay, Max. If that makes you happy. Wow. Now that was close. Thank you, Max. Wir haben es drauf. Können wir mit dir reden? Why, hello again, Alyssa. Okay, Max. That's twice you've saved me from a projectile weapon. Are you my guardian angel? Ich bin ein Ninja. Hardly, I just have a sixth sense for trouble. I'm glad to help you out. Blackwell has a surplus of assholes. Oh, by the way, Warren said you borrowed his epic film flash drive. I didn't know you were a sci-fi geek like us. What's your favorite? Natürlich. I love the idea of going back in time to fix mistakes in Groundhog Day. I barely want to go forward in time, much less go backward. I hear you, but
It's all about the choices you make now. You and Warren do know your sci-fi. Be careful, you might make Brooke jealous. I'll just pretend I have no idea what you mean. Ach ja, Brooke. Was machst denn du da? Stompen Big Woods. So. Hier haben wir nichts. Hey, was geht? Hey, Dana. Dir geht's gut? I've never seen Dana this bouncy and happy without a pot of coffee. Schwangerschaftstest negativ? Positiv? Ach, egal. Worüber sie sich auch immer freut. Positiv. Negativ. Was auch alles ist. Ach, egal. What's happening, Dana? Everything cool between you and Juliet? Oh, yeah. Thanks again for releasing me from her captivity. By the way, the best and biggest news of the day is that Trevor asked me to the Halloween shindig. That's awesome, Dana. At least we're showing our faces together in public. So you absolutely should go with us. Borrow one of my outfits and come as a cute geek couple with your bitch Warren. I'm not big on cosplay. Don't let life pass you by, Max. So, are you coming to the party or not? Eigentlich, warum nicht? Aber andererseits frage ich mich, sollten wir auf so eine Vortex-Club-Party... Wo ist das, eine Vortex-Club-Party gehen? Wo so Nathan frei rum... Ach, komm. Why the fuck not? If I hate it, I can always go back to my room. That's the spirit, Max. After this, you'll be ready for a rave. It does sound like fun. Now I have to go contemplate my party future. Niemals. Verhütungsmittel? Was? Speaking of Halloween, look at all this makeup. At least Dana knows how to use it. Ach, braucht man nicht. Braucht man nicht. Who will survive and what will be left of them? Don't say that out loud, dork. Ich glaube, sonst hatten wir uns ja ziemlich viel angeguckt. Was haben wir denn da? This is both sad and pathetic. Ach, das hatten wir uns doch angeguckt. Ja, das lag doch vorher auf dem Tisch. Hat sie scheinbar weggeschmissen. Juliet, read this. Ach, das war ja beim letzten. Juliet, bist du da? Wake up, Max. Juliet is next to me in the hall, not her room. Ups. Whatever they're watching must be hot stuff. Oh nein, bitte, bitte nicht. Hello, Juliet. Hey, Max. Did you check out Kate's hot video yet? That's so not cool. I didn't get wasted on camera and get busy with the Vortex Club. Kate's not like that, and you know it. Really? Check her out and tell me what she's like. Do you believe everything you see? Like Zachary sexting Dana? Touché. Now I feel like an ass. Sollte so. Thanks for finding out the truth yesterday. What did you do about Victoria pulling that crap? Nothing yet. My mind works in devious ways too. Glad to see you're back in action. You have a good heart, Max. And I won't watch Kate's video anymore. Or pass it on. That's the spirit. Thanks, Juliet. Sure. Talk to you later.